Ich nun wurde gefragt, wie heißt du? Er hat gesagt, Leila. Dann wurde er gefragt, woher kommst du? Er hat gesagt, von Leila. Eines Tages war Mejnun auf der Straße und dann hat er einen Straßenhund gesehen. Er ist zu dem Straßenhund gelaufen, hat ihn umarmt, geküsst und hat an ihm gerochen. Die, die da in der Umgebung waren, haben gefragt, Mejnun, was machst du? Also Mejnun hieß, bevor er Mejnun hieß er Kais. Und Mejnun ist dann sein Spitzname geworden und das hat sich zu seinem Namen entwickelt. Und dann haben die gesagt, Mejnun, warum machst du das? Das ist ein Straßenhund. Mejnun hat gesagt, das ist ein Straßenhund, der bei meiner Liebsten rumläuft. Vielleicht hat das Augenlicht meiner Geliebte diesen Hund gesehen und berührt. Deshalb ist dieser Hund anders, lasst ihn in Ruhe. Und eines Tages war wieder Mejnun, natürlich nachdem er verliebt war und die Mutter von Leila es nicht erlaubt hat, dass die heiraten, ist Mejnun ausgewandert. Er war nur noch auf der Wüste und war nur mit dem Gedanken bei Leila. Und als er da vorbeiging, gab es einen Mann, der gebetet hat. Und er ist einfach vor diesem Mann vorbeigelaufen in seinen Gedanken und hat nichts bemerkt. Nachdem dieser Mann sein Gebet zu Ende gebracht hat, ist er zu Mejnun gelaufen und hat gesagt, was machst du? Warum bist du vor mir gelaufen? Du hast doch gesehen, dass ich gebetet habe. Vor betenden Leuten läuft man nicht. Und dann hat Mejnun gesagt, ich habe vor der Liebe von Leila gar nichts gesehen. Ich habe Leila so sehr geliebt, dass ich gar nichts gesehen habe. Ich habe gar nicht gesehen, dass du gebetet hast. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass du da warst. Wie kann es dann sein, dass du dich mit dem allmächtigen Allah in Verbindung setzt, indem du betest und mich bemerkst? Was ist das für ein Gebet? Der Mann konnte nichts mehr sagen und ist wieder zurückgegangen. Mejnun wurde gefragt, wie heißt du? Er hat gesagt, Leila. Dann wurde er gefragt, woher kommst du? Er hat gesagt, von Leila. Dann haben die ihn gefragt, wohin gehst du? Er hat gesagt, zu Leila. Heißt, alles, was er hatte, war Leila. Der Vater von Mejnun hat sich gedacht, so wird das nichts. Ich nehme am besten Mejnun mit und wir machen eine Pilgerfahrt. Wohin? Zu Hajj. Und der Vater weiß natürlich, dass die Gebete, wenn man die Kaaba sieht, auf jeden Fall akzeptiert werden. Und dann hat er sich gedacht, wir machen ein Bittgebet und dann ist er diese Sorge los. Mejnun hat die Kaaba gesehen und das Erste, was er gesagt hat, war, Ja Rabbi, gib mir so viel Aschk, dass es diesen Aschk, was ich habe, übertrifft. Und dann hat Allah natürlich sein Bittgebet angenommen und dann war Mejnun komplett weg. Und dann war Mejnun komplett weg. Ein Großgelehrter von mir, mein Hodja, hatte mal gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden auf der Erde mit einer Liebe prüft, der ihn innerlich verbrennt, würde ihn im Jenseits in der Akhira nicht verbrennen. Und das waren die Worte meines Großgelehrten, meines Hodjas. Jetzt stellt sich aber die Frage, das sind ja so Qissa, das hat wenig mit dem Islam zu tun, obwohl, das muss ich noch erwähnen, als Leila wurde verheiratet mit einem anderen Mann und dann ist der Mann verstorben und Leila ist dann auf die Suche gegangen, auf die Wüste, also wollte Mejnun suchen, hat ihn gefunden und dann hat Mejnun gesagt, wer bist du? Dann hat Leila gesagt, erkennst du mich nicht? Ich bin Leila. Ich bin Leila. Deine Geliebte. Dann hat Mejnun gesagt, wenn du Leila bist, wer ist diese Leila in meinem Herzen? Heißt, Mejnun hat die Liebe von Leila umgewandelt in die Liebe zu Allah. Das Einzige, was er nur noch im Herzen hatte, war Allah. Natürlich hat das Leila dann verstanden, ist zurückgegangen, aber durch diese Liebe zu Mejnun wurde sie krank und dann starb sie auch kurze Zeit danach. Heißt, die Liebe ist erst dann Liebe, wenn die Liebe sich umwandelt zu der Liebe zu Allah.